Leute, mein Name lautet Danny Burnage. Und erstmal updancen beim Intro, Alter. Und ja, wer bist du? Ja, hallo meine lieben Freunde, mein Name ist Jorginho und Joho! Ganz genau, und erstmal, wieso in letzter Zeit keine zum Snickers Ice Beast Videos kamen, war der Grund, weil Giorgio Probleme hatte mit seinem Aufnahmegerät. Und jetzt ist es klar und eindeutig, er wird es nicht mehr auf seinem Kanal hochladen, nur noch ich auf meinem, weil sein Aufnahmegerät ein bisschen rumspinnt und noch ein bisschen auf Droge ist. Aber ich denke, das ist vollkommen in Ordnung dann, wenn er das, dann würde ich es auch nicht mehr aufnehmen, ganz ehrlich. Ja, das Ding ist, Freunde, ich werde das nämlich jetzt so machen, ich werde jetzt ein eigenes starten, ja, weil Danny wird auch ab und zu dabei sein und deswegen ist das nicht so schlimm. Dann habt ihr auf jeden Fall zwei Stück, die ihr euch angucken könnt. Genau, so kann man das sagen. Und am Freitag, an diesem Freitag, ich habe mir ein Aufnahmegerät bestellt, was keine Verzögerung auf dem PC hat. Das heißt also, ich kann auf der Konsole mit Freunden streamen. Am Freitag wird ein 24-Stunden-Livestream kommen, um 20 Uhr bis Samstag um 20 Uhr und wir werden viel Spaß haben. Also ja, Twitch, Danny Burnage Live, genauso. Alles klar. Ne, twitch.tv, Danny Burnage Live. Oh, voll komisch. Egal, wir spielen heute einen Modus, der neu in das Spiel gekommen ist. Wäre einer meiner Lieblings... Naja, nicht wirklich. Suchen und zerstören! Aber ein richtig geiler Modus. Ähnelt aber ziemlich Suchen und Retten, muss man ja sagen. Oder Suchen und Retten ähnelt Suchen und Zerstören. Und deswegen würde ich sagen, los geht's, George, oder? Ja, so sieht's aus. Freunde, ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt übertrieben happy. Ich habe in letzter Zeit eigentlich gar kein COD Ghosts mehr gespielt, weil mir der Modus einfach übelst gefehlt hat. Und ich bin echt froh, dass ich es endlich mal auf die Kette bekomme, hier Infinity Ward den reinzumachen. Ich frage mich, warum nicht direkt so? Ja, hab mich übertrieben genervt, aber gut. Ja, bist du endlich fertig? Jetzt bin ich fertig. Ah ne, doch nicht, warte, so. Und ja, bei Suchen zerstören. Und dann Chat, erzähl weiter. Ne, ich hab nichts zu erzählen, Digga. Weil jetzt kommen wir Suchen zerstören auf dieser Bimbo-Map, Alter. Die ist übel triebens-bimbo-haftig, weil... Übel hässlich, die Map, ne? Ja, die kann man übel snipern. Alter, Digga, ich hab einen Fehler gemacht. Was? Hab ich denn meinen Dingster-Klasse, meine Männchen genommen? Ist so krass, ne, nochmal. Weiß ich nicht. Kommt auf an, wo wir spawnen. Ja, ich auch nicht, ich hab's auch nicht genommen eigentlich, glaube ich. Das ist ja voll behindert, Alter. Ja, müssen wir nochmal rausgehen. Ist ja kein Ding. Okay, cut. So Leute, wir sind endlich wieder da. Wir haben vergessen, unsere zum Snickers Beast Männchen zu nehmen. Genau. Und ja, das Ding ist, Gott sei Dank kommen wir jetzt auch eine geile Map, ne? Ja. Die eine Map ist ja die übelste Bimbo-Map, Freunde, weil da sind sie nur am Snipen, geht übelst auf den Sack. Ich muss ehrlich gestehen, ich war zum Teil auch ein bisschen glücklich, dass die Map doch nicht gekommen ist, so. Ja, ich auch. Muss ich sagen. Irgendwie. Also aber das hier ist echt einer der geilsten. Strike Zone, die erinnert mich auch sehr an Dome, Digga. Echt? Ja. Eigentlich irgendwie gar nicht. Eigentlich ist die voll anders, so, aber ich glaube wegen der Größe. Ja, auch, nein, von der Aufteilung erinnert die mich voll an Dome. Echt? Ja. Heftig. Erzähl mal bitte. Alter, warum ist da ein Würstchen vorne drauf? Ja, das fällt mir auch mal auf. Guck mal, das hat sogar ein Baseball in der Hand. Du meinst, ja, ist wirklich ein Baseball. Ich wollte sagen, Baseballschläger. Ja, stimmt, ist ein Baseball. Ein Ball. Ja, nicht schlecht. So, okay, jetzt suchen und zerstören, Freunde. Ja, übel geil. Endlich der Modus, wo man auch wirklich dick was reißen kann. Ich meine, ich will ja nicht pushen. Aber, ich will auch nicht pushen. Danny kann sogar bei Suchen und Retten verarschen. Ey, Digga, diese Map sieht ein bisschen anders aus, Alter. Was ist denn hier los, Alter? Die ist direkt zerstört. What the fuck? Digga, Hacklobby! Hacklobby! Digga, warte, jetzt komm ich gar nicht klar. Warte mal. Ich komm gar nicht klar, Alter. Wo, okay. Wie schnell ist der denn, Alter? Speedy Gonzales! Speedy Gonzales, what the fuck? Digga, wie konnte er so schnell sein? Oh, dahinter, hinter uns. Oh, hab den. Nice. Lebst du noch? Naja, ich wurde von Speedy Gonzales getötet. Mein Beileid. Oh, da war jemand. Digga, nein, was machst du? nein, Digga, ich hab mich erschreckt, Alter. Achso. Ich muss mich mal warm spielen. Alles klar. Oh, da ist jemand. Oder auch nicht. Alles klar. An meine Ausbildung? Ich hab gar keine Bescheid. Ich hab doch gar keine gemacht. Nice. Ich suche die ganze Zeit Gegner, Alter. Ja, ist auch suchen und zerstören, ne? Flachwitz. Facepalm.
Ja, Digga, lauf doch mal zur Bombe. Ja, du hast recht, Alter. Du bist ein schlaues Kerlchen. Ja, Digga, ist. Gerne. Da links, links, links! Oh! Oh! Boah, war Digga, ich hab den Arsch gerettet! War das knapp, Alter? Ja, ja, du hast mir schon den Arsch gerettet. Wow! What the fuck? Dass du nicht gesehen hast, Alter. Bist du auf dem linken Auge blind, oder? Ja, yep, ich gib's zu. Oh, alles klar. Es sollte eigentlich rein nicht bleiben, aber ich wollte jetzt einfach mal pushen. Ich weiß nicht, wieso ich das tue. Ja, das weiß ich gerade auch. Legt einfach ein Saftkorn dahin, Alter. Okay, ich hab das Gefühl, ich werde legen müssen. Ja, leg, leg, leg. No! Nein! Ich hab mich geschnappt, Alter! Sieht man das? Bist du zusammengezuckt? Ja. Weil das war das Letzte, was ich erwartet hätte, weißt du? Ja, ja, das hat ich hätte da hingucken müssen. Was, wieso, was für ein Schmerz, Alter? Anstatt dich messert, Alter, das wäre viel cooler gekommen. Ist so, Alter. Noch ein bisschen rumhüpfen und sowas. Oder dich verarscht. Ja. Oh, Digga, stell dir mal vor, das wird einer machen. Ist doch egal. Wird sich nicht nerven? Nö, irgendwie nicht. Gar nicht. Und jetzt so eine kleine Vorschau, was passieren würde, wenn... Mann! Oh, ey, das war meine Bombe, du Arschloch. Leute, was denkst du, wer du bist? Warte, ich laufe jetzt zu Speedy Gonzales. Jetzt gibt's Ärger, Alter. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, nein! Nein! Digga, kannst du auch sagen, dass einer kommt? Da kommt einer. Danke. Ey, Hammer 8, Alter. Auf die Teammates ist heutzutage so viel Verlass ich auf Fußpilz, Alter. Mann. Auf Fußpilz? What the fuck, Digga? Einmal ja. Tatsächlich. Aber sofort zur Apotheke gegangen und dann war's wieder weg. Okay. Ja. Also Leute, wie ihr wisst, wenn ihr zu Fitness geht, dann immer schön mit mit Badelatschen. Duschen. Aber Digga, so hab ich das immer gemacht, Alter. Ich musste immer mit Badeschlappen reingehen. Ja, ich mach das mittlerweile auch immer. Nur damals halt. Vor allem, ne? Ich hab immer drei Badeschlappen, auch für meinen Schwingel, Alter, der schleift sonst immer über den Boden. Deswegen. Ja. Kennst du das? Nein. Ja, Digga, ich weiß, bei dir ist es halt so. Du bist. Ja, erster! Fingerhut dafür, hab ich gehört. Okay, Digga, ich muss mich konzentrieren, Alter. Könntest du bitte mal einen Gefallen tun und bitte nicht mehr reden, bitte? Was ist das denn? Wie schnell sind die denn da? Oh! Digga, keine Chance, Alter. Ich hab auch Digga, ich bin einfach zu schlecht für diese Sohlenstören. Vor allem diese Map, wieso ist die schon kaputt, Alter? Ich verstehe den Sinn nicht. Ich auch nicht, Alter. Was hast du für ein Score? Ja, null. Digga, die sind so schnell, ne? Ich weiß gar nicht. Die ist ja noch kleiner als Storm, die Map, Alter. Der, du bist eigentlich quasi der beste Spieler ever. Ja, Digga. Guck mal den Spieler an. Trons, guck mal Trons an. Oh, guck mal, wie rumblendet. Ja, Digga, das ist ein Splitscreener. Oh, der läuft voll da rein. What the fuck? Hä? Alter, was war denn jetzt los? Was dachte er sich denn? Hä, was ist das denn? Ja, das kann man anfangen. Guck, wie das aussieht, komm wieder. Halbzeit. Ja. Dümmster Gegner ever, ohne Scheiß. So sieht's aus. Dass wir so Opfer bei uns im Team bekommen, ey. Ohne Scheiß, wir haben übel schlechtes Team. Ey, die führen mit. Oh ne, oder die führen. Ja, 0 zu 3, Digga. Ja, ich weiß, was ich mache. Ich glaube, jetzt haben wir aber die beste Seite. Ey, Digga, ich werde jetzt einfach mich hier hinlegen und warten. Damit du wenigstens ein Kill bekommst, ne? Oh, Digga, ich hab ja irgendwie Angst. Ich muss auch ehrlich sagen, die Map kenne ich zerstört gar nicht. Oh, fail. Na, oh, Mann! Was schluckst du? Mann! Alter, seit wann schlucken die so viel? Boah, ich raste aus. Ich raste gleich so aus, Digga. Alter, ich raste. Boah. Alter, komm, ich muss dich erstmal ab. Ich muss mich beruhigen. Boah, Alter, was hat der geschluckt? Die ganze Zeit nonstop. Ba, 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 ba. Hast du das? Nein, Digga. Ich dachte. Ich habe ja schon vorher tot. Mission gescheitert, das wird nicht noch einmal passieren. Boah, Digga, ich reg mich schon wieder nur auf. Null nicht schlecht, Jojo. Nicht schlecht. Geil. Hab ich ja richtig Punkte abgesandt in der Runde. Null Punkte. Das geht doch nicht aus dem Spielbonus oder so, Alter. Echt nicht? Weiß ich doch nicht. Doch, ich glaube, einen Spielbonus bekommst du immer. Doch, Digga, der Balken ist so gering, Alter. Der ist fast so klein wie dein Penis, Digga. Aber der ist so ein Stück größer, der Balken gewesen. Digga, hör auf, so Witze zu machen. Ich weiß. Okay, nein. Darüber machen wir eigentlich keine Witze, ne? Doch.
Doch, doch. Über Mikro. Okay, lass bitte Overlord. Das ist wenigstens besser als Sovereign. Oh, nicht Gaylord, Digga. Die ohne Scheiß Sovereign ist richtig Gaylord, Alter. Overlord ist auch Gaylord. Beste ist immer noch Prison Break. Prison Break. Oh, und Kasim, Alter, das Schlimmste ever. Leute, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ist eure Lieblingsmap? Würde mich interessieren, Freunde. Ja, das war nämlich auch. Weil meine ist definitiv. Ohne Scheiß. Ich muss sagen, die Mehrheit dieser Maps gefällt mir nicht. Ne, mir auch nicht. Mir gefällt Prison Break übel. Für Prison Break geil, Alter. Oh ne, nicht Stormfront, Alter. Dann lieber. Boah, was machst du? Ja, ich tu uns einen Gefallen, Alter. Ich tu uns einfach nur einen Gefallen. Gott sei Dank, Alter. Das waren ja zwei. Boah, Alter. Der kann kein Ding, Digga. Bedank dich später bei mir. Kein Problem, mach ich. Danke, Brudi. Prison Break! Woo! Geil, Alter. Prison Break ist übelst Porno. Ja, Prison Break ist mehr als nur Porno, Alter. Das ist schon übelst heftiger Sex. Vor allem, ne? Der Name ist richtig geil, Alter. Prison Break. Prison. Okay. Warte, du sagst das nicht episch so. Prison Break. Prison Break. So, Prison Digga, so warte. Break. So, Digga. Prison Break. Nein, Digga, so, pass auf, guck jetzt. Prison Break. Und dabei musst du in die Kamera so gucken. Prison Break. Nein, da Digga, du musst das Prison viel epischer aussprechen. So. Prison Break. Prison Break. Okay, Digga, dieses Mal wäre gut, wenn du mal nicht mit einem 0 zu 4 endest. Ja, und danke. Diesmal wäre gut, wenn du mal die Fresse halten würdest. Danke. So. Ich ohne Scheiß, dieser Screen hier, ne? Das ist das schlimmste Screen, ohne Scheiß, der dauert so lange, Alter. Von allen Call of Duty ist das schlimmste Screen ever. Ja, das ist echt übertrieben, auch wie lange das dauert, Alter. Ja. Gut, ich benutze wieder die beste Waffe ever. Was denn? Deine Mutter oder was? Immer flach. Immer flach. Alles springen, Leute, alles springen. Ey, Digga, seitdem ich Kenny vs. Benny gucke, finde ich so Mutterwitze übelst lustig. Echt? Ja, Digga, der eine hier, der Kenny, der macht ja nur Witze über Spennys Mutter. Ist so Digga, lustig. Die haben schon genug Klicks. Okay, also. Erster Kill. Die haben schon genug Klicks. Und ein Scherz. Und tot. Ich bin tot, Digga. Scheiße. Digga, was soll das denn? Ach, jetzt schauen wir Jojo zu. Jetzt schauen wir Jojo zu. Das ist kein Ding. Ich zerstöre jetzt das Team. Das will ich sehen. Konzentrier dich, Jojo. Lass dich nicht von mir ablenken. Guck mal. Das war echt ein Kill. Das war für. Digga, das war. Das, ohne Scheiß, das hat meine Oma gespielt, Alter. Digga, erster Kill schon. Beast Mode ist an. Nicht mal Ninja dabei. Du sollst nicht Ninja dabei. Digga, haben. Digga! Da war einer, hinter dir. Will geradeaus? Ach, halt's Maul. Ich hasse dich dafür. Der. Okay, egal, sorry. Ich nehm's zurück, okay. Ich nehm's zurück, Leute. Konzentrier dich, Digga. Wehe, du stirbst jetzt, Alter. Wehe. Was hat. Wo lag der? Wo lag diese Made? Nicht schlecht, Alter, nicht schlecht. Ah, der hat den. Der ist gerusht. Alter. Ja, das Ding ist, Alter, ich hab ja auch kein Headset, Alter. Sonst hätte ich ihn bestimmt gehört. Ja, wahrscheinlich. Ja, Totenstille drin. Ich verstehe auch gar nicht, wieso du kein Headset hast. Ich hab doch ein Headset, aber nicht an meine Playstation angeschlossen. Okay, kannst du dich bitte nochmal erzählen? Nochmal bitte. Ja, kein Problem. Also ich habe ein Headset, aber das ist nicht an der Playstation angeschlossen. Ernsthaft? Ja. Okay. Krass, Alter. Okay, los geht's. Digga, kannst du später bedanken. Ey, kein. Danke, Alter. Das danke, dass ich mich bedanken darf. Kein Problem. So. Den haben wir geholt. Easy, locker, flockig. Auch geholt. Easy, locker, flockig. Wer mag eigentlich Cornflakes? Immer wenn du locker flockig fährst. Was? Ey, Leute, das ist jetzt auch übrigens mein allererstes Mal, dass ich schon Suchen und Zerstören spiele. Jetzt kommt er schon wieder mit Ausreden. Gleich hat er wieder Kopfschmerzen, Leute. Junge, halt los. Ja, ich will dir jetzt zusehen, Alter. Lass uns Giorgio zugucken. Sehr gut, Giorgio. Ja, das machst du toll. Das machst du sehr toll. Oh, was ist das, Giorgio? Ja, töte es, bevor es dich angreift. Oh, Alter, was war das denn? Das war ein Gegner.
Ja, Digga, was hat mich da umgebracht? Ein Gegner. Ja, halt die Fresse. Ja, aber ist doch so. Oder nicht? Mhm. Wen wollen wir zuschauen? Lass mal Sick Epics zuschauen. Mal gucken, wie Epics er wirklich ist. Okay, alles klar. Nicht schlecht. Eine sehr, sehr gute Taktik macht er da. Er rennt den Hügel hinauf. Schafft er es, die letzten Gegner zu killen? Schafft er es? Also ich schütte 10 Euro auf nein. Er gibt sich Mühe. Er soundtourt. Macht er sehr gut. Gleich fliegt er runter und tötet sich selber. Und? Schade. Nee, Digga, dafür ist das zu niedrig. Stimmt, ja, ich könnte ja sein. Und da ist ein Gegner. Er hat keine Reaktionszeiten und stirbt. Nee, Digga, da konnte gar nichts machen. Ja. Gott, er war am Campen. Na, Digga, da kann man immer was... Guck mal, er sieht ihn doch. Er guckt ihn erstmal an. Könnte er mich vielleicht sehen? Ich weiß es nicht. Digga, ich finde das aber auch krass, wie du dich... Wie getarnt man eigentlich ist. Auf Distanz sieht man einen kaum. Ja, auf Konsole ist es so, weil die Farben nicht so intensiv sind. Ja. Digga, wir verlieren hier alle beiden Runden, Alter. Was für eine Episode ist das? Die Episode... der Losers. Du musst auf jeden Fall mal gewinnen, Alter. Das Ziel verteidigen. Feindliche Sand über rechts, am Gesicht. Über links, Achtung, feindliche gegangen. Vorräte. Und tot. Oder auch nicht. Werde beschossen. Feindlicher Hind im Anflug. Feindlicher Hind. Ah, na, super. Ohne Scheiß, das hat mir jetzt noch gefehlt, Alter. Schuss weg hier. Schnell weg hier. Scheiße, Digga. Feindliche Satcom gesichtet. Ich glaube, wir haben ein kleines Problemchen. Was denkst du? Ne, ich bin jetzt im Haus drin. Ja, das war klar. Ne, Digga, beim Heinz, da machst du keinen Spaß mehr. Ach, da bist du ernst, oder was? Ja, da bin ich auf jeden Fall ernst. Digga, fast du ernst wie mein Penis. Wow, heftig, Alter. Den krieg ich einfach nicht. Scheiße, Alter. Oh nein, das kann ich nicht machen. Nein! Mann! Was ist hier? Dieser scheiß Hind, Alter, ich hasse ihn! Jetzt kommt Giorgio mit seinen Skills. Ja. Digga. Weißt du was? Ich hasse mein Team, Alter. Guck dir das an. Guck dir das an. Was habe ich hier für ein Team, Alter? Ich brauche einen Clan. Die Zeit wird knapp. Ausgezeichnet, Team. So sieht's aus, Freunde. Ich glaube, der Papa. Nee, ich habe geregelt, Digga. Ich habe einfach geregelt. Du hast geregelt. Ah, mein Controller freut sich auch schon so sehr, dass er hinterfällt. Der. Halbzeit. Willst du nicht die Story erzählen von dem Hacker, Alter? Von welchen Hacker? Ach so, du meinst den Cheater? Ja, genau. Ja, Leute, also, nehme ja auch immer Gast-Gameplays sehr gerne an. Und, ja, hab da mal ein bisschen umgeguckt. War auch ein bisschen, ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch ein Zeitverzug. Also, ich habe gedacht, okay, alles klar, komm, guckst du schnell mal in deine persönlichen Nachrichtenbox. Und, was gibt es da? Hast du auch einen Saftkorn? Dann liegt es jetzt. Okay, hab ich dann nicht. Und, ja, hab ich schon geguckt und so und hab ich gesehen, okay, frei für alle bei Ghosts. Mal gucken, Alter. Oha. Was fliegen hier da vielleicht noch rum? So, ich hab einen Mund. Der erzählt gleich weiter. Muss ich gerade konzentrieren. Digga, ich kann's nicht fassen, Alter. So ohne zu stören ist übel schwer hier in dem Spiel, Alter. Ich kann diesen Spielmodus echt nicht so gut, Alter, muss ich sagen. Wow. Diesen Spielmodus kann ich echt nicht so gut. Also hier bin ich echt nicht so gut, muss ich zugeben. Ich bin tot. So. Egal, ich hab ein 6:3. Läuft auf jeden Fall. So, auf jeden... Oh, ist hier einer AFK oder was? Ja, geil. Geil, mit so Team... So Teammates kann man nur gewinnen. Ja, auf jeden Fall habe ich ja geguckt. Okay, alles klar. Hab dann reingeguckt, ob die Qualität stimmt. Hab den Score zum Schluss angesehen. Okay, alles klar, fertig. So. Hab dann das einfach nur... weil ich hatte nicht die Zeit dazu, das mir komplett anzugucken. Hab dann einfach die Zeit angeguckt. Okay, wusste, wie lange ich jetzt meinen Commentary mache. Mein Themen-Commentary. Und hab es dann fertig gemacht, fertig verarbeitet und so weiter und so fort und hochgeladen. So, und dann haben mich schon die ersten darauf hingewiesen, dass das ein Hack oder ein Cheat-Gameplay ist. So, und hab es mir noch genau angeguckt und der hatte wohl Unlock-All-Account. Also, der hatte alle Perks drin. Wow, wow, wow. Digga, da kam einer. Alle
Ja, der hat auf jeden Fall Unlock All Perks drin. Und deswegen. Alter, der Wichser, der redet die ganze Zeit in der Lobby. Ich will ihn doch nicht hören, Alter. Ja, diese Waffe ist die präziseste ever. Ohne Scheiß, ich hasse die Waffe eigentlich. Ich benutze sie nur, weil ich Abwechslung reinbringen will. Ja, ich bin tot. Egal, 8 zu 4 ist in Ordnung. So, auf jeden Fall habe ich dann ein ganz normales Commentary drauf gemacht. Halt deine Fresse in der Lobby! Er will einfach nicht die Fresse halten! So, ein ganz normales Commentary gemacht und ja, später ist es mir dann halt aufgefallen und dann habe ich ein Video darüber gemacht, dass er sich ins Knie ficken soll. Und ich meine, ihr könnt es ja gerne euch anschauen. Es ist echt ekelhaft, was er mir da geschickt hat. Ich habe es gar nicht gecheckt und ich habe auch gedacht, ja, du kannst sowieso 6, 7, 8 Perks mitnehmen. Aber gut, dann, ja, der Typ, den hat mir da auch mit Skype gesprochen. Ne, Danny? Danny? Ist er noch da? Danny! Nee. Okay. Ja, Danny ist nicht da, also muss ich jetzt alleine reden. Nee, wir hatten auf jeden Fall noch mit ihm Skype gesprochen, gesagt, dass das nicht geht und so weiter. Und er hat es überhaupt nicht eingesehen. Und ja, sein Kanal läuft jetzt immer noch weiter. Und ja, mal sehen, was ich später. Gut, Leute! Was? Spaß. Ja, auf jeden Fall, was wir mit ihm machen. Ja. Okay, Leute, danke schön fürs zu Ende schauen. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt und euch die Folge gefallen hat. Ich habe mich heute aufgeregt, weil. Hat Digga, so gut gestört. Heftig, oder? Ja, du warst übel schlecht heute. Ja, ich glaube, da muss man echt so die ganzen. Ich hab ja schon mal so 100 Stürme bei den Pros gesehen, so. Und ich muss sagen, die campen alle so extrem rum, weißt du? Und hier in Ghost, da kannst du dich einfach reinrushen. Das ist das Gegenteil von Black Ops 2, Alter. Ja, Digga, das Ding ist, es ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, man muss sich erstmal da reinfinden. Ich habe jetzt auch gerade eben gemerkt, ich habe die zweite Runde hab ich schon mal ganz anders gespielt als in der ersten, weil ich da auch übelst gerusht habe. In der zweiten Runde habe ich mal ein bisschen mehr mitgedacht und dann lief es auch. Alles klar. Abonniert den Kanal für besseren Sex. Und mehr Videos in der Zukunft von mir und Giorgio. Und überlasse dir das Schlusswort. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne, einen schönen Samstag. Und dann würde ich sagen, Freunde, 3, 2, 1, ciao!